Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Hüftbeugemuskulatur und wie du diese mit einfachen Übungen dehnen, mobilisieren und so beweglich halten kannst. Wir führen die Übungen in Echtzeit durch, das bedeutet, du kannst sofort mitmachen. Los geht's! Los geht's mit Übung Nummer 1, Kniestand. Bei dieser ersten Übung ist die Ausgangsposition der Kniestand. Aus dieser Position stellst du nun ein Bein auf und lehnst dich jetzt nach hinten, stützt dich also mit den Händen ab und streckst dann die Hüfte so weit, bis eine Dehnung zu spüren ist. Diese Position halten wir jetzt für eine gute Minute. Wenn ihr auch mit dieser Seite begonnen habt, also das linke Bein ist aufgestellt, dann dürft ihr die Dehnung in der rechten Hüftbeugemuskulatur spüren. Sieht tatsächlich einfacher aus, als es ist. Ist gar nicht so easy. Tastet euch da aber gerne mal ran und versucht die Position so zu halten. Je mehr ihr die Hüfte, das Becken nach vorne schiebt, zur Decke hin, desto intensiver wird die Dehnung. Noch einige Sekunden in dieser Position bleiben. Löse hier langsam auf, komm aus der Position raus. Und nun kommt das rechte Bein vor. Du lehnst dich zurück, legst den Fuß ab und schiebst dich dann auch hier nach vorne. Jetzt, wenn das rechte Bein nach vorne aufgestellt ist, spürst du die Dehnung im linken Bereich, also im linken Hüftbeugerbereich. Weiter atmen. Während der Übung kann man auch immer gut nachkorrigieren, also wieder die Hüfte einfach so ein bisschen weiter nach oben schieben, in Richtung Decke, Becken so ein bisschen hochbringen einfach. Auch hier noch für einige wenige Sekunden halten. Und auch hier dann die Position ganz langsam auflösen. Das war Übung Nummer 1. Weiter geht's mit der zweiten Übung, Seitlage. Lege dich für diese Übung seitlich auf deine Matte. Egal mit welcher Seite du anfängst, wir werden die Übung sowieso auf beiden Seiten durchführen. Lege deinen Kopf auf deinem Arm ab, sodass du den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule hältst. Kippe dein Becken so, dass du schön aufgerichtet bist und nicht ins Hohlkreuz fällst. Aktiviere die Rumpfmuskulatur, das sorgt für mehr Stabilität. Winkle nun das oben liegende Bein Richtung Gesäß an, indem du mit deiner Hand um dein Fußgelenk greifst. Das andere Bein bleibt gerade gestreckt auf dem Boden. Du hältst also jetzt das angewinkelte Bein mit deiner Hand am Knöchel fest und ziehst es sanft Richtung Gesäß. Auch hier diese Position wollen wir für eine gute Minute halten. Und in diesem Fall dehnt Jessica jetzt ihre linke Seite, also die linke Hüftbeugermuskulatur. Manchmal kann das ein bisschen wackelig werden, deshalb einfach auch den Rumpf aktiv halten, aktivieren. Und je mehr du dann einfach den Fuß zum Gesäß hinziehst, desto intensiver wird die Dehnung. Achtung hier nochmal, dass du nicht in ein Hohlkreuz verfällst, sondern das Becken schön gekippt hast. Position hier ganz langsam auflösen. Wir wollen nun die Seite wechseln, also einmal umdrehen. Genau, hier wieder Kopf ablegen und sich den Knöchel schnappen.
Den Arm könnt ihr entweder gestreckt legen, ihr könnt ihn aber auch so ein bisschen beugen. Da kommt ihr manchmal noch so ein bisschen höher, genau wie euch das einfach angenehm ist. Das soll einfach im Nacken nicht anstrengend sein. Fuß bzw. Ferse wieder zum Gesäß hinziehen und in dem Fall jetzt die Dehnung im rechten Hüftbeuger spüren, je nachdem auf welcher Seite ihr jetzt natürlich zu Hause liegt. Auch hier wieder darauf achten, dass du nicht in ein Hohlkreuz verfällst. Korrigiere deine Position also ruhig immer wieder. Noch einige Sekunden halten. Und auch hier die Position ganz sanft lösen. Das war unsere Übung Nummer 2. Übung Nummer 3, Cobra. Für diese Übung kommst du in Bauchlage. Stütze die Hände unter den Schultern auf dem Boden ab. Die Ellenbogen liegen nah am Körper. Die Beine sind hüftbreit auf der Matte ausgestreckt und die Fußrücken liegen am Boden. Atme ein und hebe den Oberkörper von der Matte ab. Beginne damit, den Kopf zu heben und Wirbel für Wirbel hochzurollen, ohne die Arme zu verbenden. Also du drückst dich da einfach nur aus der Kraft vom Rücken, die Arme unterstützen natürlich, hoch. Und bleibst jetzt in dieser Position, wenn das für dich geht, und hältst diese Position für ungefähr 30 Sekunden. Du solltest jetzt auch hier die Dehnung im Bauchbereich, Hüftbeugebereich spüren. Blick ist ganz einfach nach vorne gerichtet. Weiter atmen. Und hier mal wieder langsam absenken. Ganz vorsichtig. Ruhig mal eben ablegen, eine ganz kleine Mini-Pause. Wir wollen gleich noch eine zweite Runde machen. Wir machen das dann genau wieder so, wollen uns gleich sanft wieder Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Hier also jetzt nochmal Arme aufstellen, neben den Schultern. Fußrücken sind auf dem Boden und jetzt langsam nach oben die Dehnung spüren. Und wenn du sagst, hier diese Position reicht mir jetzt, bleibt ihr in dieser Position und wir halten das nochmal für ungefähr 30 Sekunden. Die Ellenbogen sind weiterhin nah am Körper. Weiteratmen, Blick ist nach vorne gerichtet und ihr merkt vielleicht auch schon, wie sich die Dehnung jetzt vielleicht mit und mit so ein bisschen lockert bzw. einfach nicht mehr so stark anfühlt. Dann könnt ihr euch noch ein bisschen weiter nach oben schieben, aber das ist wirklich euch überlassen. Ein letzter tiefer Atemzug und ganz langsam wieder nach unten in die Ausgangsposition zurück. Das war unsere dritte Übung. Weiter geht's mit unserer vierten und letzten Übung, angewinkelter Ausfallschritt. Hier ein kleiner Tipp vorab, nimm dir ein Kissen dazu oder roll deine Matte doppelt. Für diese Übung kommst du auf deine Matte und machst nun einen großen Ausfallschritt und setzt das hintere Knie auf den Boden und eben auf diesem Kissen ab. Achte darauf, dass das Knie des vorderen Beins möglichst direkt über dem Knöchel ist. Das hintere Knie steht unter deiner Hüfte. Lass deine Hüfte bei dieser Übung auf jeden Fall schön gerade und aufgerichtet. Schnapp dir nun deinen Fuß des hinteren Beines und zieh ihn so weit du kannst hoch in Richtung Gesäß. Wenn das jetzt allerdings Schmerzen verursacht, dann solltest du von dieser Übung eher absehen bzw. dich da langsam rantasten.
Du bist also jetzt in der Dehnung drin und spürst diese Dehnung in diesem Fall im rechten Hüftbeuger, in der rechten Hüftbeugermuskulatur. Und auch hier halten wir diese Position natürlich für eine gute Minute. Achte hier darauf, dass du auch nicht ins Hohlkreuz fällst, sondern richte dein Becken schön auf, kipp es ein bisschen. Auch hier kann es wackelig werden, ist aber ganz normal. Falls du das nicht gut ausgleichen kannst, rück einfach ein bisschen mehr zur Wand und halte dich da fest oder stell dir einen kleinen Stuhl dazu, wo du dich einfach mal abstützen kannst. Position hier jetzt langsam auflösen. Wir wollen die Seite wechseln und bringen das Kissen nun unter das andere Knie. Das an den anderen Fuß stellen wir vorne auf. Achten wieder darauf, ist alles schön ausgerichtet. Knöchel und Knie und hinten Hüfte und Knie auf einer Linie. Richten das Becken aus und auch hier tief und gleichmäßig atmen. Noch einen kleinen Tipp fürs Gleichgewicht: Wenn das nicht so ganz gut klappt, dann fixiere einfach einen Punkt vor dir an der Wand, konzentriere dich darauf und dann klappt das meistens schon besser. Genau, immer darauf achten, ist mein Becken schön gerade und aufgerichtet. Nochmal nachkorrigieren, noch einige Sekündchen halten. Und dann auch hier die Position langsam auflösen. Das war Übung Nummer 4. Das waren unsere 4 Übungen zum Thema Hüftbeuger. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben. Du kannst auch gerne einmal auf die Glocke klicken und so den Kanal abonnieren. Für Fragen nutzt doch einfach die Kommentarfunktion. Für mehr Infos zum Thema Gesundheit schau gerne mal auf unserer Website und speziell da auch im Blog vorbei. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.